Egal was du tust, er hat irgendwie den Drang, einfach seinen Senf dazu zu geben. Ja, das hast du nicht gut gemacht. Na, das war aber keine tolle Entscheidung. Das kriegst du doch eh nicht hin. Er ist so wie dein kleiner nerviger Bruder oder der seltsame Cousin aus drei Ecken weiter, der dich den ganzen Tag begleitet und zu allem einen Kommentar abgibt. Was, wenn er aber eigentlich gar nicht dein Feind, sondern dein bester Freund ist, aber seine Nachrichten an dich etwas, nennen wir es mal, seltsam verpackt? Ich will dir heute also mal zeigen, wie du diesen inneren Kritiker nicht nur zum Schweigen bringst, sondern wie du ihn zu deinem besten Freund machst. Du anfängst, ihm gerne zuzuhören und anfängst, seine Nachrichten zu interpretieren, damit du dich besser fühlst. Und damit erst einmal, hi, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn du neu hier bist und du Persönlichkeitsentwicklung liebst, die wirklich in die Tiefe geht, dann klick gerne auf Abonnieren, klick gerne auf die kleine Glocke daneben, dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Und lass uns erstmal darauf eingehen, warum dieser innere Kritiker da ist. Naja, er will dir was Gutes tun. Und ich weiß, du denkst dir jetzt gerade, what the fuck? Was will er mir Gutes tun? Ganz simpel. Er weist dich auf gewisse Missstände in deinem Leben oder auf gewisse Dinge, die in dir ungeklärt sind, hin. Denn, weißt du, unser Gehirn ist verdammt smart. Unser Gehirn ist verdammt smart. Es tut nichts ohne Grund. Gar nichts. Und ich weiß, es kommt erstmal wie ein Schock, nicht wahr? Was kann der innere Kritiker bitte mir Gutes wollen? Das, was er dir mitteilen möchte, das solltest du dir unbedingt einmal anhören. Ich weiß, er verpackt das gerne mit einem Vorschlaghammer, so machen, da ist es. Aber das macht er auch nur, weil du so lange vorher nicht zugehört hast. Weil da so lange emotionale Themen waren, die du schön unterdrückt hast, bis er irgendwann einfach keine andere Wahl mehr hat, als immer mehr zu sagen, hey, hallo, jetzt gib mir deine fucking Aufmerksamkeit. Oder dass da bestimmte Themen in deinem Leben waren, wo du so lange die Augen verschlossen hast und so lange nicht hingehört hast, nein, dass dein innerer Kritiker irgendwann gar keine andere Wahl mehr hat, als lauter und lauter und lauter zu werden. Also, mach doch nicht das, was du typischerweise tust. Denn was tust du typischerweise? Typischerweise machst du eine von zwei Sachen. Entweder du bekämpfst ihn, du kämpfst genauso zurück. Nein, red nicht so mit mir, ich will das nicht, nein. Du hast also innerlich einen Kampf. Oder du versuchst, ihn wegzudrücken. La, 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 ich höre dir nicht zu. Beides sorgt nur dafür, dass er stärker, lauter und vehementer auf dich einredet. Warum? Er will dir was Gutes tun. Also mach doch mal Folgendes. Setz dich hin und hör ihm zu. Hör ihm wirklich zu. Und ich weiß, du hasst mich gerade dafür, dass ich dir das sage. Du denkst dir, der ist völlig bescheuert. De-Abo, Daumen runter, anderes Video. Ich weiß, hey. Bitte, wenn du die Wahrheit nicht hören willst, geh weg, ist dein Leben. Ich kann dir nur die Hand reichen und dir meine Hilfe anbieten. Du kannst sie annehmen oder sie ablehnen. Hör zu, weil er möchte dich auf was hinweisen. Wenn er dir zum Beispiel die ganze Zeit sagt, hey, deine finanzielle Situation ist scheiße, okay, dann solltest du vielleicht mal dich um deine Karriere kümmern, dich um deine finanzielle Bildung kümmern. Wenn er dir die ganze Zeit sagt, warum du unglücklich bist und warum du gefälligst, unglücklich zu sein hast, dann schau dir doch mal die Beziehung zu dir selbst an. Was hast du für ein Selbstbild? Wie gehst du mit dir um? Wie gehst du mit deinen Freunden, mit deiner Partnerin oder deinem Partner um? Vielleicht sind das Dinge, auf die er dich hinweisen möchte, nur du hast so lange davor die Augen verschlossen, dass er leider keine andere Wahl mehr sieht, als diese, nennen wir es mal, unkonventionellen Methoden anzuwenden. Und da passiert Folgendes, das ist immer sehr, sehr interessant. Je mehr du ihm zuhörst, desto mehr lernst du ihn auch kennen. Und wenn du ihn kennenlernst, dann kannst du anfangen, mit ihm zu reden, weil plötzlich hinterfragst du das, was er dir sagt. Aber das kannst du ja nur, wenn du einer anderen Person zuhörst. Nicht wahr? Es ist wie im echten Leben. Jemand sagt dir eine Meinung, die dir nicht wirklich gefällt. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du läufst weg und machst die Ohren und Augen zu, wie es leider heutzutage sehr, sehr viele Leute machen, ne? So die in der ganzen Cancel Culture und Political Correctness. Oh, das will ich nicht hören. Oder du greifst die Person an, weil sie eine andere Meinung hat, was wir auch heutzutage aus der Gesellschaft kennen, nicht wahr? Leider. Oder aber, du fragst einfach mal, warum? Warum hast du denn diese Meinung? Warum sagst du mir das denn? Was willst du mir genau damit erzählen? Was siehst du, was ich nicht sehe? Du gehst also mit deinem inneren Kritiker in einen Dialog. Natürlich ist es ein Monolog in deinem Kopf, aber du fängst an mit den Gedanken, die dein innerer Kritiker dir gibt, fängst an, mit ihnen zu reden. Und plötzlich hast du Aha-Momente. Plötzlich hast du Erkenntnisse. Plötzlich lernst du ihn kennen. Und plötzlich merkst du, dass in den Momenten, wo er dir sagt, was für ein Stück Scheiße du bist, und du hinterfragst, was er damit meint und auf welche Dinge in deinem Leben er dich hinweist, dann merkst du plötzlich,
Wow, da sind wirklich Sachen in meiner Karriere, in meiner Beziehung, in meiner Gesundheit, vor denen ich seit Monaten oder Jahren die Augen verschließe. Und jetzt ändere ich das Ganze und plötzlich gibt der innere Kritiker Ruhe. Oder wenn dein innerer Kritiker dir sagt, wie wertlos du bist und du hinterfragst, was er damit sagen will, merkst du plötzlich, dass du dich überhaupt nicht um dich kümmerst, dass du dich völlig überarbeitest, dass du dir keine Zeit für dich selbst nimmst, dass du nicht für dein Herz, für dein inneres Kind da bist und das nur nach deiner Aufmerksamkeit schreit. Und die letzte Chance, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, ist nun mal dieser Türsteher hier oben. Dieser strenge Onkel, der auch mal Tacheles redet. Weil vorher waren ja die Signale schon da, von deinen Emotionen, von der Außenwelt. Insgeheim wusstest du das alles schon, wie du mit dir umgehst. Insgeheim wusstest du vorher schon, welche Themen du in deinem Leben vernachlässigst. Insgeheim wusstest du schon, wie du dir immer wieder selbst ein Beinchen stellst. Aber du hast auf all die Signale, die vom Körper kamen, von deinen Emotionen kamen, von anderen Menschen kamen, nicht gehört. Also wurde das Ding hier immer lauter. Weil das hier begleitet dich den ganzen Tag. Und dann passiert was Magisches. Was Magisches. Es ist magisch. Du fängst an, eine wunderbare Beziehung zu der Stimme in deinem Kopf aufzubauen. Weil du merkst, dass sie nicht dein Feind ist. Du merkst, dass sie nicht gegen dich ist. Im Gegenteil, du merkst, dass sie dein treuster Diener ist. Weißt du, was der Verstand nämlich macht? Der Verstand hat eine einzige Aufgabe. Dafür zu sorgen, dass du überlebst. Und das macht er, indem er Probleme für dich löst. Also, gib ihm deine Probleme. Hey, wie kann ich das Ganze lösen? Warum mache ich das? Was hilft mir, an dieses Ziel zu kommen? Wer kann mir dabei helfen? Und das Ding arbeitet plötzlich für dich. Aber das kann nur anfangen, für dich zu arbeiten, wenn du anfängst, ihm mal zuzuhören. Wenn du anfängst, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und siehe da, aus dem inneren Kritiker wird auf einmal dein bester Freund, wird auf einmal dein größter Diener, wird auf einmal deine Geheimwaffe. Und so bringst du deinen inneren Kritiker nicht nur zum Schweigen, weil irgendwann kritisiert er dich nicht mehr, ja? Wenn du so lebst, wie es deine Seele und dein Herz wirklich wollen, dann kritisiert er dich nicht mehr, dann wird er nur noch dein Diener und dein größtes Werkzeug. Und dann wird dein Leben ziemlich magisch. Denn plötzlich bekommst du in deinem Leben das, was du haben möchtest, du fühlst das, was du fühlen möchtest und du wirst der, der du sein möchtest. Und wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, dann lade ich dich ein, in mein Coaching-Webinar zu kommen. Es ist eine zweistündige Session, wo ich mich mit einigen Teilnehmern bei Zoom treffe. Das wäre mein privaten Zoom-Raum. Ja? Und dort werden wir miteinander interagieren. Und ich werde mir genau anschauen, okay, was geht denn in dir vor? Wo möchtest du hin in deinem Leben? Was beschäftigt dich gerade? Und was möchtest du gerne fühlen? Was möchtest du gerne denken? Wie möchtest du gerne handeln? Was für ein Leben möchtest du dir aufbauen? Und wir werden dann in dieser Coaching-Session, in dem Webinar, über Zoom das Ganze handeln. Weil ich kann dir hier Informationen geben, aber wenn wir zusammenarbeiten, dann ja, geht das Ganze so schnell. Ich lade dich also herzlich dazu ein, komm ins Coaching-Webinar, denn dort kann ich wirklich dir diese Magie zeigen. Klick auf den Link unten in der Videobeschreibung oder hier auf der Infocard. Dann kommst du auf eine Seite, wo du den Termin auswählen kannst für das nächste Webinar. Dann bekommst du den Zoom-Link zugeschickt und dann sehen wir uns im Webinarraum. Ich freue mich auf dich, hoffe, das hat dir weitergeholfen. Dann sehen wir uns im Webinar und bis dahin würde ich sagen, Hakuna Matata, bis dann.